Ich werde euch auch heute Abend wieder mit meinem selbstgebastelten Österreichisch auf die Nerven gehen. Ich möchte mich jetzt schon mal dafür entschuldigen, es ist stärker als ich. Ich habe mir fest vorgenommen, es nicht zu tun. Kaum fahren über die Stadtgrenze. Der ganze Turbo ist wie verwandelt. Okay, magst du auch Zucker in deinen Kopf? Das will sich einfach keiner leben. Fahren oder Racing Team, wir werden gerne mit dir intimieren. Aber ich muss jetzt nicht alle Schilder vorlesen, oder? Viva con Aqua. Oh. Ist das auch was Versautes? Ja, wir haben eigentlich ideale Bedingungen, es regnet nicht. Hey, 2 out of 3 ain't bad. Jetzt lachst du über meine Ansage. Das gibt's doch nicht. Erzähl mir, was passiert. Okay, ja, bitte. Ihr könnt euch auch, ehrlich gesagt, wir warten darauf, dass ihr euch auszieht. Das ist fester Bestandteil des Wien-Konzerts. Wir spielen ein paar Lieder, dann kriegen wir Sachen gezeigt, dann spielen wir noch ein paar Lieder. Aber ich greife vor, es ist ja noch nicht dunkel, ihr seid wahrscheinlich noch schüchtern oder nüchtern. Kommt aufs Gleiche raus. Wie soll ich sagen? Auch schön, wenn du es machst, aber weißt du, was ich meine, oder? So lange sind wir noch nicht auf Tour. Gib mir noch einen Monat, ich komme auf dein Angebot zurück, Alter. Egal. Also ihr seid gut drauf, oder? Leute, seid ihr gut drauf, oder was? Leiwand! Das Schlimme ist, ich kann selber nicht ernst bleiben. Es gibt heute, ich muss Brechtsches Theater erst grüßen. Ich muss es jetzt schon verraten, wir werden heute 2 Lieder versuchen, österreichisch zu singen. Es ist zum Scheitern verurteilt, aber wir wollen es einfach, wir können es nicht lassen. Es ist stärker als jeder Impuls der Vernunft. Das nächste Lied gehört aber noch nicht dazu. Das widme ich einfach euch. Genug der Arschkriecherei, Rachel. Ich dachte, dass ihr mein Auto. Nötig, dass du so